Hier kommt halt mein Team Belga und Pack, leider haben wir verloren. Ja, mein Team 2019 Kings hat mit 8 gegen Warriors Punkt 23 10.842 zu 8.623 Punkten verloren. Leider waren ihre Karten besser, aber ein Silberpack, 1050 Euro, geil. Prey White, haben wir schon 18 und Edge, okay. Na dann, kann ich euch mal sagen, bei Ringdomination, die Songs von 18 habe ich fertig gekriegt, Becky Lynch. Ja, und hier geht's um Tamina und hier geht's dann um. Den Namen kann ich mir nicht merken. Müsst ihr mal beim Job oder beim Christian und er vorbeigucken. Na dann. Bichtium. Wir sehen uns dann später nochmal. Willkommen zum. Ja, Anmeldepack. Ich werde mit euch das 28 Tage Anmeldebonus öffnen, eine Grafikkarte. 2 Credits und hoffentlich eine Pro. Oh. Prairie Whites, leider wieder ein Single. Und ja, ich habe gerade einfach kein Glück mehr mit Pros. Na gut. Muss ich jetzt akzeptieren, vielleicht kommt ja so noch ein Pro. Ja, natürlich. Muss jetzt mal auf Netzwerk kommen. Ja, komm, jetzt geh doch, du Scheiße. Oh, das regt mich so übelst auf an diesen Scheiß-Servern, Alter. Ganz ehrlich. Leute, ich mach mal kurz eine Karte. Dann gucken wir mal, wie. Gut, Bray Wyatt Max ist. Oder stellen wir so fest, indem ich einfach was weg trashe. So. Kraft. Charisma und Härte. So. Okay, das zeige ich nicht. Der dürfte eigentlich nicht so mit einer der stärksten sein, oder? Oh, Hinterscheiben ist was. Jo, Vorhaben, okay. Ja, das macht schon ganz schön viel Single-Karten, muss man sagen. Good job. Sofa, Geist, wie schön schweige. Ich bin in einem englischen Team und ich habe auch noch zwei Pulls gehabt. AJ Styles habe ich gestern gepullt. Victor habe ich vor 3 Tagen gepullt. Shelton Benjamin habe ich bei Dings bekommen, habe ich auch, glaube ich, gepullt. Ja, ich habe halt sehr viel Puls gehabt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Single-Karten. Das müsste weniger werden. Ich mache dann mal mit euch noch zusammen das Pack auf. Und ganz ehrlich, ich werde die nicht für Roto, glaube ich, verwenden, wenn ich 250 Credits habe. Ich werde die weiter sparen. Und wenn ich dann eine Grafik gemacht habe, dann, wenn die Zerstört morgen fertig ist, Abend, ich Grafik gemacht habe und daraus die Neon gemacht habe und
Dann werde ich nochmal den Grafik starten. Und dann werde ich ihn zerstört machen. Und eine Neon. Und direkt eine Neon. Oder auch nicht. Vielleicht spare ich auch die Credits einfach und benutze sie einfach für Autoglory oder so. Oh, geil! Wir führen. Weil, ja, es hat was mit dem Gegnerteam zu tun. Wir gucken uns das mal an. Der hat seine Matches gemacht, der ist nämlich aktiv. Der hat Folger, die nicht. Der hat aktiv, der auch, der nicht, der nicht. Der hat aktiv, der nicht, der nicht und der nicht. Ja, okay, der hat schon besser angegriffen, aber es bringt ihm halt nichts, weil wir uns viel mehr gelevelt haben. Und das heißt, wir sollten den Team Battleground eigentlich jetzt gewinnen. Ich hoffe es mal. Um 16, nee, 17 Uhr, irgendwo 17:40 Uhr gibt es die Belohnung und die öffne ich dann auch in diesem Video, weil ich schneide jetzt meine Videos, Pack-Videos zusammen und dann, ja, sehen wir uns später wieder. Und dann willkommen zu einem neuen Newsbook-Video. Ich habe hier die erste Zerstört-Version, die ich jetzt habe, die hole ich jetzt mit euch zusammen ab und es ist Akem. Okay. Ah, dann wird es mich wahrscheinlich noch nicht auf Dings ge auf Neon bringen. Dann schalten wir mal die nächste Fusion. Ich nehme dafür die Titankarten, weil ich die ja eh nicht mehr brauche. Ist nicht so schlimm. So, dann gehen wir jetzt mal hier drauf. Meine erste Zerstörtkarte. Und ja. Ja, das Teil finde ich in Ordnung. So, Goliath. Dann nehmen wir die zweimal. Oh Mann, nein, nicht dein Ernst. Oh, komm jetzt. Och Leute, ich glaube, ich mache einen Cut. Willkommen zurück. Es maxed. So, Krafthärte. Aber ach, das kann doch jetzt nicht dein Ernst. Oh, bei könnte dieses Sau haben echt machen. Oh mein Gott. Na komm. Na komm jetzt! Ach Leute, ich mache einen kurzen Cut wieder. Gut, die Stats sind schon mal verteilt. Und ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt hinkriege noch. Aber für Neon wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Ja. Für Neon reicht es leider noch nicht. So, das heißt, der gute Kofi geht raus. Royal Rumble. Gegen wen soll ich den rumschmeißen? Ich weiß jetzt nicht, was hier die schlechteste ist. Ich schmeiß einfach Leo Rush raus. So. Na, hier gibt's nicht. Money in the Bank. Ja, gut. Machen rein. Hier machen wir auf jeden Fall O rein. So, Ring Domination. Mal sehen, inwieweit das sich verbessert. Oh. Und das müssen wir schon ein bisschen besser geworden. Okay. Guck mal, kleiner, wie es aussieht, wenn ich einen Momentum-Slot da drauf baller.
Warte mal, weg, ich durfte Sicherheit wieder. Dings, das wird schlecht. Das ist, glaube ich, schlecht, oder? Das reicht, glaube ich, für Neo nicht. Trotzdem. Das Dorfsieger ist trotzdem besser. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, aber gut, aber gut. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht aktualisiert ist. Ich gucke mal gleich mal. Und wir sehen uns dann wieder beim PvP-Belohnung, weil die gibt es ja dann auch noch. Dann würde ich sagen, bis dann. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen PvP. Willkommen zurück zum PvP-Pack. Ich habe euch ja meinen Chatwood Dings Zerstört-Version aufgenommen. Und ja, jetzt nehme ich euch das auf. Wir nehmen erstmal das Ganze zurück zu uns 1600. Ich bin am Ende doch noch Dritter geworden, aber 2000er Pack kann ich euch trotzdem öffnen. Platin-Niger, wir sind ja 34. Zwei Titanen zum Fusionieren, das ist doch schön. Kann man immer gebrauchen. WrestleMania, okay, WrestleMania und Razor. Ich glaube, ich habe heute Razor gedings. Das gucke ich jetzt mal, ob der eigentlich Pro wäre. Weil Razor müsste ich eigentlich schon haben. Razor müsste ich schon haben. Nee, habe ich dann noch nicht zweimal. Den habe ich wahrscheinlich sogar schon kombiniert. Sorry, Leute. Das musste ich abchecken. Ja, genau, Razor habe ich schon kombiniert. So als Pro. Genau. Gut. So, zu dem Momentum-Slots weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht. Das muss ich gleich mal gucken. Ja, kann so bleiben. Aber das hat jetzt nicht meinen Grafik-Tick in irgendeiner Hinsicht bei Plus-Plus zurückgeschränkt unbedingt, oder? Nicht so wirklich. So, da holen wir uns jetzt noch das 2000er Pack. Kein. Oh, keine Grafik. Na super, das Pack ist scheiße gelaufen, kann man ehrlich sagen. Das bringt mir nämlich nichts. Die Itami wird mir für Ring Domination wird bringen, aber ja, der war keine Xavier Woods. Das ist echt scheiße. Da hätte ich eher auf eine Grafik Pro gehofft. Grafik gehofft, die dann Pro wird. Naja. Man kann halt nicht alles haben, ne? Hideo Itami Nummer 1 ist noch nicht maxed. Dann erledigen wir den mal schnell auf Maxed. So. So. Ne, nicht mit Goliath. Das machen wir dann da an. Den machen wir mit denen fertig, weil das wird, glaube ich, auch rein. Ne, noch nicht. Ja, dann sollen wir hier einfach alles reinpressen, ja. So, jetzt müsste das reichen für den ersten. Den auch hier. So, Bordell, das habe ich wahrscheinlich nicht zum Kombinieren. Glocken brauchen wir den nicht, weil der wird ja eh kombiniert. So, bisschen Karten alle weg. Alle weg. Das reicht noch nicht. Na gut, dann nehmen wir halt auch die Monsterkarten, kann ich wieder einsammeln. Ist nun kein großes Problem für mich. Harte, Tempo. Oh,
auf Kraftfeuer gemacht. Ja, auch so. Muss ich statt jetzt leider so durchziehen. Wie viel das mein Deck verbessern wird. So, Hideo. Itami. Ja, die Menschen kann ich nicht rauswerfen und ich nehme hier nur. Ich nehme einfach eine Go. Nein. Server. Nicht rumspacken. So, ich hoffe, dass der eine Pre-Wild jetzt hier reicht. Und dass die Server mal funktionieren anständig. Noch 5 Level. Oh. Dann nehmen wir jetzt einfach eine WrestleMania 34, gerade ganz ehrlich. Die wird die 5 Level schon einbringen. So, was müssen wir jetzt abgeben? Das war eigentlich, sagen wir mal richtig, das hier, das hier, und dann machen wir noch die. Ein Stat drauf und schon, das kommt jetzt schon mein Wing Domination Deck. Naja, so viel besser wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht. Und Reigns ist damit auch raus und ich muss versuchen, mir jetzt irgendwie einen Pilz zu ergattern und das wird's nicht. Ja, so eine Minimalhilfung ist das. Hilft quasi kaum. Top 8, Royal Rumble, kann ich auch noch reinmachen, aber. Dann nehme ich halt Bam Bam Bigelow raus. Und dann sage ich. Ciao, Leute, und sehen uns nächstes Mal.